einen anderen Grünton gewählt und gemischt. Was ist denn los? Ich habe ja schon erzählt, dieses Jahr gibt es bei mir ziemlich viel Weihnachtsdeko. Das ist relativ ungewöhnlich für mich, aber ich hatte dieses Jahr einfach Bock und es ist alles sehr, sehr schlicht, da habe ich auch schon ganz oft gesagt. Und heute gibt es noch ein sehr, sehr, sehr schlichtes, minimalistisches, fast schon abstraktes Deko-Element für Weihnachten. Zwei, um genau zu sein. Und dazu gibt es noch einen Test. Ich war ja immer große Verfechterin von dem Baumarkt Beton-Estrich und daraus habe ich auch diese kleinen Blumentöpfe gemacht und es hat für mich vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren sehr, sehr gut funktioniert und ich wollte trotzdem mal ausprobieren, ob das für dieses DIY, wir machen kleine Tannenbäume aus Beton, auch funktioniert oder ob dieser Kreativ-Deko-Beton besser geeignet ist. Ihr braucht dafür Beton. Wie gesagt, ich habe ausprobiert Deko-Beton, also Kreativbeton und Beton-Estrich aus dem Baumarkt, Tonpapier und Klebeband, Wasser, eine Schere und Gefäße, ein Stück Schleifpapier, Pinsel und Bleistift und Acrylfarben. Dieses DIY ist wieder so ein Ding, wo ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe. Und vielleicht lernt ihr auch ein bisschen was. Ich werde euch alle Fails und Erfolge hier ausführlich berichten. Ich habe auf einem Blog gesehen, dass man diese Betonmasse einfach in so Zylinder aus Papier, also aus Tonpapier gießen kann. Also ich habe erstmal so Zylinder geformt aus diesem Tonpapier, habe sie dann außen mit Gaffertape festgeklebt und innen auch nochmal, weil ich nicht wollte, dass es von innen, also dass es so eine harte Kante kriegt, da wo das Papier sich so ineinander schiebt. Ob das geklappt hat und ob das so eine gute Idee ist mit diesem Papier, das werdet ihr gleich noch sehen. Den Beton-Estrich habe ich so angerührt, wie ich es auch damals für die Blumentöpfe gemacht habe. Einfach so, dass eine Masse entsteht, die so Pfannkuchenteig ähnlich ist. So habe ich das mal irgendwo gelesen und es hat für mich immer funktioniert. Ich glaube allerdings, diesmal habe ich ein bisschen zu viel Wasser genommen. Ich habe das Ganze übrigens mit einem Mundschutz angerührt, weil ich mir nicht sicher war, wie doll das staubt und diese Betonstaubpartikel will man nicht unbedingt einatmen. Naja, jedenfalls habe ich diese Masse dann in diese Zylinder reingegossen. Die Tonpapierzylinder habe ich in Gefäße reingestellt, so dass die Oberfläche wirklich gerade ist. Ich will ja, wie gesagt, einen Tannenbaum haben und der soll am Ende ja umgekehrt stehen. Deswegen muss es oben möglichst gerade sein. Und das habe ich dann auch so ausgerichtet, dass alles schön gleichmäßig in diesem Gefäß steht. Und nochmal so ein bisschen geklopft, damit auch keine Luftblasen im Beton sind. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte von Anfang an bei diesem Baumarktbeton kein gutes Gefühl. Deswegen, ohne was vorwegnehmen zu wollen, deswegen bin ich nochmal losgegangen und habe mir diesen Kreativbeton besorgt. Ich habe noch nie mit dem gearbeitet und deswegen war es für mich auch ein Experiment. Ich habe auch im Geschäft nicht drauf geguckt, wie man das jetzt tatsächlich macht. Und zu Hause festgestellt, dass man das Verhältnis wirklich abwiegen muss, also 10 Gramm Wasser auf 100 Gramm Kreativbeton. Ich hatte keine Waage, ich musste es Pi mal Daumen machen und wenn ihr das anders machen könnt, je genauer ihr arbeitet, desto besser ist es natürlich. Ich habe mir das dann irgendwie anders zusammengereimt, dass das Verhältnis ungefähr meiner Ansicht nach stimmt und das dann wieder zusammengerührt. Und auch wieder in meine Tonpapierzylinder gegossen. Das Ganze habe ich jetzt ein paar Tage trocknen lassen. Es steht aber bei dem Kreativbeton auch nochmal drauf, wie lange das wirklich sein soll. Und habe als erstes den Beton-Estrich wieder ausgepackt. Es war so bröselig. Es war alles so, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe so einen Sandhaufen in der Hand. Es war so, also ganz staubig und mir ist auch direkt die Spitze abgebrochen, als ich das da aus dem Papier gewickelt habe, was übrigens sehr gut ging. So, das sei mal auf der positiven Seite vermerkt. Aber die waren unglaublich staubig. Ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich an meinem Mischverhältnis, möglicherweise, weil das Problem hatte ich mit den Blumentöpfen überhaupt nicht. Die Blumentöpfe sind nicht mehr in meinem Besitz. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist, aber ich glaube nicht. Meine Mutter hat einen und die hat sich noch nicht beschwert.
dass, ich weiß nicht, irgendwas ist schiefgegangen. Also nicht so empfehlenswert für dieses Projekt. Der Kreativbeton hat sich schon von Anfang an viel, viel schwerer angefühlt als der Baumarktbeton. Und ich dachte, das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Hab's dann ausgepackt und da festgestellt, dass das Papier einfach voll krass an dem Beton noch geklebt hat. Normalerweise macht man das auch so, dass man härtere Formen hat, also so Plastikformen oder Silikonformen oder so, und da den Beton reingießt und am besten noch vorher so ein bisschen mit Öl ausschmiert, sodass es halt nicht so klebt. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen für euch, solltet ihr das probieren, solltet ihr es auch mit Tonpapier probieren, versucht es mal mit Öl einzureiben. Keine Ahnung, ob es dann besser funktioniert, aber das war sehr lästig. Es ging ab, ich habe dann einfach einen Schwamm genommen, das ganze Ding unter den Wasserhahn gehalten und es dann so abgerubbelt und es ging auch alles, aber es war mühsam. Also da müsste man sich vielleicht eine glattere Form überlegen oder es mal mit Öl probieren. Zweiter Fail. Abgesehen davon hat er wirklich eine sehr, sehr schöne Oberfläche und das fühlt sich auch richtig massiv an. Da ist nicht staubig, nicht sandig, das ist alles sehr, sehr schön glatt. Der fließt wirklich, weil der so fein ist, in jede Fuge rein. Also die Abdrücke von diesem gewickelten Papier und von dem Klebestreifen waren bei dem Kreativbeton wesentlich stärker als bei dem Betonestrich. Aber mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, weil das sowieso so super minimalistisch und auch wieder so ein bisschen industrial-mäßig ist, dass mich diese Narben sozusagen nicht gestört haben. Die Kreativbetonbäume habe ich dann auch nochmal 2 Tage trocknen lassen, so wie es auch auf der Packung steht. Übrigens hat es das tatsächlich geklappt mit meinem Pi mal Daumen Mischverhältnis. Da ist nichts gebröselt, nicht abgebrochen, das war alles super. Ich habe die Unterseite, auf der die Bäume dann am Ende stehen, nochmal ein bisschen abgeschliffen, einfach mit einem Stück Schleifpapier, damit die Kante nicht so ganz hart ist und wenn ich den auf den Tisch stelle oder so, dass der mir keine Kratzer macht. Obwohl die Bäume sehr minimalistisch bleiben, wollte ich sie noch mal ein bisschen anmalen mit Acrylfarbe und habe mir dafür einfach so einen Teil des Baums abgezeichnet, also einfach eine Linie drumherum gezogen, damit ich eine Markierung habe, von wo bis wo ich den Baum anmale. Habe mir einen grünen Ton zusammengemischt und dann einfach diesen Teil angemalt. Die Spitze habe ich gelb gemacht, nur damit es so ein bisschen erinnert an so einen Stern, den man oben auf die Weihnachtsbaumspitze drauf macht. Bei dem zweiten habe ich das genauso gemacht, mir einfach überlegt, was will ich davon alles grün anmalen, einen anderen Grünton gemischt und dann zum Schluss mit so einem rosa Farbton noch ein paar Kugeln dran gemalt. Wie man sieht, sind diese Bäume wirklich sehr minimalistisch und ich habe dieses Jahr tatsächlich beschlossen, es wird in diesem Haus einen Weihnachtsbaum geben. So, und da war ich in letzter Zeit ganz oft auf der Suche online und in Geschäften nach Weihnachtsbaumschmuck und da darf es natürlich auch eigentlich nicht besonders überladen sein. Ich mag halt nicht so gerne Glitzer und alles, was so wuchtig ist. Und dann hatte ich letztens ein Erlebnis. Ich war in Bremen zum Theater und ich brauchte unbedingt Feuer. Warum? Sei jetzt mal dahingestellt. Und dann bin ich in einen Laden rein, der mich sowieso interessiert hat und da waren überall so Baumkugeln und so Zeug. Und da war dann eine sehr nette Verkäuferin und ein sehr netter Österreicher da hinten in dem Laden saß und Zigarre geraucht hat und die auch gleich bereit waren, mir also Streichhölzer zu geben. Ich zeige euch die mal. Oh, ich muss so lachen, weil es, naja. Das haben sie mir gegeben. Mich erinnern diese riesen Streichhölzer immer an das grausamste Märchen, das ich kenne, und zwar das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Vielleicht kennt ihr das auch. Das ist furchtbar, furchtbar traurig. Naja, das haben sie mir gegeben und dann dachte ich, ach komm, suchst du dir noch eine Kugel aus. So, aus Dankbarkeit. Und ich war ja sowieso auf der Suche nach Baumschmuck. Und habe das auch leider laut gesagt, dieses, ach, da nehme ich jetzt aber auch was mit. Und dann habe ich mich umgeguckt. Ich habe mich sehr lange umgeguckt. Ich habe nicht auf die Preise geguckt und dachte, ach, das ist alles nicht so richtig mein Stil. Aber komm, irgendwas findest du schon, was okay ist. Und dann habe ich mich entschieden,
Und ich zeige euch jetzt, was es geworden ist. Und ihr dürft alle herzhaft lachen, so wie ich jetzt gerade. Oh, ich traue mich gar nicht. Das hier, es ist ein Koi. Ein sehr großer und ein sehr schillernder Koi. Und man mag es nicht glauben, aber dieser Koi war von dem ganzen Zeug, was da drin war, noch das, wo ich am ehesten dachte, das würde ich mir irgendwo hinhängen. So, das, ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Laden aussah. Naja, jedenfalls gab es so mehrere Momente, wo ich dachte, scheiße, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Das war das Erste, das ich ja schon angekündigt hatte. Ich werde jetzt aus Dankbarkeit für diese Schwefelhölzer irgendwas mitnehmen. Da war der Zug eigentlich schon abgefahren und ich konnte nicht einfach rausgehen. Der zweite Moment war, als sie mir den Preis gesagt haben. Ich zeige es nochmal für diesen Koi. Der ist Österreich, Deutschland, irgendwo im Grenzgebiet mundgeblasen worden. Wurde mir dann auch ausführlich erzählt. Dieses Prachtexemplar hat 20 Euro gekostet. Und am Ende weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht trotzdem ein China-Import ist. Wer weiß das schon so genau. Naja, auf jeden Fall war das der zweite Moment, wo ich dachte, scheiße, ich muss jetzt eigentlich aus diesem Laden rennen. Naja, wie ihr sehen könnt, ist der Koi dann doch in meinen Besitz übergegangen und ist jetzt bei mir zu Hause und ich weiß nicht, was ich damit mache, außer ihn in einer Schachtel zu verstauen, ganz lange aufzubewahren und jedes Mal, jedes Jahr zu denken, ach, es war aber wirklich schön in Bremen und die Leute waren auch wirklich nett. So, das war's wieder mit meinem Türchen heute. Das nächste Türchen geht morgen bei Nastja auf. Ich verlinke euch nochmal ihren Kanal, DIY Eule. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, guckt euch alle offenen Türchen nochmal an. Alle, die bis jetzt dran waren. Und wir sehen uns dann sehr, sehr bald wieder. Tschüss! Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert hier den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann guckt hier die letzten Videos.